Ja, hallo, wieder bei Company of Heroes und unserem schweren Gefecht hier zwischen deutscher Wehrmacht und der Roten Armee. Deutsche Wehrmacht mal Handy, Rote Armee Marihuana. Und ich verfolge hier gerade so einen blöden Engineertrupp, der mir in der letzten Folge hat mir einen Engineertrupp hier die halbe Karte unten wieder abgenommen. Das will ich dieses Mal verhindern und deswegen verfolge ich ihn. Und ich ziehe hier oben währenddessen jetzt ein bisschen meine Truppen zusammen, während er schon ziemlich in der Defensive in seine Basis zurückgetrieben ist. Ja, und wie es weitergeht, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, schauen wir uns mal eben hier unten an, was mit seinem Trupp los ist. Der verschanzt sich in dem Gebäude. Und ja, damit ist er natürlich ein Sitting Duck, wie man das so schön nennt. Und mein Panzer kann schön in Ruhe auf den ballern. Das macht er auch. Währenddessen ziehe ich ein bisschen hier meine Panzer in Richtung seiner Basis, greife aber noch nicht an. Denn, naja, einzeln hätte ich hier oben gegen seine Packs wohl eher keine Chance. Und ich weiß ja nicht, wie viele Packs er hat im richtigen Spiel. Und entsprechend halte ich mich da zurück und möchte lieber einen gesammelten Großangriff starten, als, naja, halt meine Panzer einzeln dort aufzureiben. Worauf er vielleicht so ein bisschen baut. Denn auf die Art könnte ich natürlich meine halbe Armee verlieren und bei ihm aufreiben. Und er könnte dann zum Gegenangriff übergehen. Und er checkt schon mal hier unten so ein bisschen, was so losgeht. Und zieht ein paar Engineers vor. Meine Grenadiere hier im Gebäude können aber ganz gut auf ihn schießen. Zudem steht hier unten noch mein Panzer 4. Der natürlich auch den Engineers schwer behagt. Die kommen aber dennoch durch, weil sie einfach schneller sind. Und somit muss ich auch die so ein bisschen im Auge behalten. Und verfolge die mit meinem Panzer. Er versucht hier einzunehmen. Und ja, wie gesagt, irgendwo hat ein Panzer wieder ein MG42 gekriegt. Er rennt hier durch, weil er Schiss hat, dass mein Panzer hinterher fährt. Was auch nachvollziehbar ist. Währenddessen hat sich das Problem hier erledigt und der Engineertrupp wurde ausgeschaltet. Hier unten stehe ich unter Beschuss, nämlich von seinen Engineers, die mir genau in die Arme gelaufen sind, meinen Grenadieren. Das schnalle ich dann auch schnell und ziehe mich hinter denen hinterher, um natürlich diesen Trupp auch auszuschalten. Das bedeutet, ich kann meine Ressourcen hier oben mit dem Panzer wieder zurückziehen, denn die Grenadiere können das Problem eigentlich von alleine erledigen. Die rennen denen auch so weit hinterher, bis sie die erledigt haben, glaube ich jedenfalls. Die ziehen sich ins Haus. Er versucht hier wieder mit seinem Artilleriebrandsperrfeuer mich zu ärgern, haut aber voll daneben. Und somit sind meine Grenadiere hier in dem Gebäude und seine Engineers in diesem Gebäude. Und es gibt hin und wieder mal ein Schüsschen zwischendurch. Am Ende, naja, könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie es ausgehen wird, denn seien wir ehrlich, meine Grenadiere sind ihm klar überlegen. Da ist schon wieder einer gefallen und der eine fällt auch noch. Ich habe währenddessen einen Panzerspähwagen angefordert, der auch ins Schlachtfeld fährt, denn der ist um einiges besser gegen Infanterie als meine Panzer und naja, kann halt ein bisschen sich um solche Geschichten kümmern, wenn Einheiten von ihm irgendwo hinflüchten, damit ich die abfangen kann, bevor der mir hier hinten meine ganze schöne eroberte Territoriumsgeschichte wieder abnimmt. Dann kehrt ein bisschen Ruhe wieder ein, denn ich baue erstmal meine Armee aus. Wie ihr seht, ich habe 100 von 100, also mehr ausbauen ist erstmal nicht. Und somit habe ich alle Panzer schon mal ausgerüstet mit MGs. Und auch manche meiner Einheiten werden mit MGs ausgestattet. Die Grenadiere lasse ich extra nicht mit Panzerfäusten ausstatten, weil, naja, den jetzt ausgerechnet natürlich schon. Den auch. Und den auch. Gut, im Nachhinein hätte ich es vielleicht nicht getan, weil die halt besser gegen die Infanterie sind. Das werden wir auch noch sehen, dass ich da ein paar verliere, weil die einfach die Infanterie nicht schnell genug töten können, dadurch, dass sie halt zwei Panzerfäuste anstatt Maschinenpistolen haben. Und damit die Feuerkraft gegen Infanterie natürlich geschwächt wird. So, dann ziehe ich hier oben so ein bisschen meine Jungs hin und her, ziehe die mal zurück, damit ich die auffrischen kann. Denn, wie gesagt, aufgefrischte Einheiten sind immer schlagkräftiger als neue Einheiten ohne irgendeine Kampferfahrung. Da kann ich besser die kampferfahrenen Einheiten, die hier schon einen Stern haben, zurückziehen, auffrischen und wieder an die Front schicken. Dann sind die wesentlich schlagkräftiger. So, er baut währenddessen hier oben fröhlich Pax und hat sich endgültig komplett auf die Verteidigung verlegt. Hat einen Panzer, drei Pax. Und ja, wartet eigentlich nur noch auf meinen nächsten Zug, weil er irgendwie langsam erkennt, dass er hier keine Schnitte gegen mich hat. Ja, jetzt würde ich gerne mal vorspulen eigentlich, weil, wie gesagt, es passiert nichts. Also spule ich mal ein bisschen, bis wieder was passiert. Nämlich jetzt zum Beispiel habe ich die Kampfphase 3 fertiggestellt. Also absichtlich erst jetzt. Und kann dadurch dann jetzt auch, wenn ich gleich das Gebäude gebaut habe, den Panther und solche Geschichten bauen. Was natürlich eine praktische Angelegenheit ist, denn, seien wir ehrlich,
Nur Panzer 4 ist auch blöde auf Dauer. Also werden sich meine Engineers gleich dran machen, sobald ich die richtigen Anforderungspunkte dafür habe. Eine schwere mechanisierte Kompanie, glaube ich, oder wie heißt das? Schweres Panzerkorps zu bauen. Und ich stehe hier oben so lange ein bisschen feige rum und ja, belagere ihn einfach. Andererseits muss man auch ehrlich zugeben, er traut sich nicht wirklich raus, außer hier immer mit so einzelnen kleinen Einheiten. Die zieht er schön oben am Rand lang, damit ich die eventuell nicht erwische. Was, glaube ich, sogar auch klappen wird in diesem Falle. Wobei er Pech hat, dass ich hier oben gerade meine Leute hochziehe. Und somit gleich, weil ich ja hier blaues Gebiet habe und damit sehen kann, dass da jemand kommt. Und naja, da werden die direkt wieder abgefangen und er zieht die zurück. Weil er natürlich keine Schnitte gegen einen Panzergrenadier und einen normalen Grenadiertrupp hat. Die auch noch mit Panzerfäusten bewaffnet sind. Und somit muss er sich zurückziehen. Rennt mir schön eigentlich quasi mitten ins Feuer. Beziehungsweise, naja, wie ihr seht, ich mache nochmal die Karte kurz groß. Also hier kommt man niemals durch, weil hier die ganzen Gebäude mit Infanterie besetzt sind und zwei Panzer da stehen, haben wir keine Chance. Aber somit kommt es hier zum Gefecht. Und naja, seine Engineers müssen sich endgültig in die Basis zurückziehen, weil sie auch erkennen, dass sie dort wenige Chancen haben werden. Seine Pack ballert so lange ein bisschen hier auf mein Gebäude und versucht das auszuschalten, um natürlich irgendwo eine Bresche zu schlagen, damit er mit seiner Infanterie irgendwie rauskommt. Ja, währenddessen ist meine Infanterie hier oben einfach mal ganz frech reingegangen und beginnt einfach mal seine Packs ein bisschen zu übernehmen, beziehungsweise auszuschalten. Kriegt währenddessen von den anderen Infanterieeinheiten hier allerdings schwer auf die Fresse. Ich habe eine seiner Packs übernommen, ganz frech, wie sich das gehört. Und dreh die mal direkt. Dreh die nicht direkt, dachte ich, sondern er schafft es leider, mir die wieder abzunehmen, bevor ich irgendwas machen kann. Nagelt meinen Panzergrenadiertrupp fest, der nur noch die Flucht antreten kann, weil er sonst stirbt. Und vielleicht stirbt er sogar noch ganz. Nein, er schafft es zu entkommen und bleibt mir damit erhalten. Und das ist immerhin ein Veteranenstatus. Und naja, das ist ja schon mal was. So, ich habe hier währenddessen die Sektorartillerie mal auf diesen Sektor geschmissen, falls er es doch wagen sollte, sich nochmal wieder aus seiner Basis rauszutrauen. Und jeder oder viele würden jetzt sagen, Mensch, Andi, warum ziehst du nicht einfach vor? Warum gehst du nicht einfach rein? Das kann ich euch ganz einfach sagen. Ich habe an diesem Moment noch nicht ganz gewusst, wie ich mit den Packs umgehen soll. Denn wenn ich da jetzt mit meinen Panzern vorrücke, werden die einfach mal komplett innerhalb mit zwei Schüssen von den Packs zerlegt. Und die sind relativ gut positioniert. Nämlich mit den Rohren ewig hier auf die Ausgänge. Und somit habe ich keinerlei Sonne in irgendeiner Form mit meinen Panzern vorzurücken. Nur mit Infanterie habt ihr gerade eben gesehen, was dann passiert. Dafür hat er hier zu viele MG-Trupps stehen, die werden direkt niedergehalten und dann zerlegt. Das bedeutet für mich, ich muss mir erstmal was überlegen, um, naja, ihn hier irgendwie angreifen zu können. Und er hat währenddessen mit dem Panzer 4 natürlich zusätzlich auch noch eine ganz gute Fahrbarartillerie. Und hier seht ihr schon, was passiert, wenn ich meine Infanterie vorziehe, um die Packs auszuschalten. Ja, werden die niedergehalten von seinen MG-Trupps, die er da positioniert hat und da positioniert hat, um seine Packs zu schützen. Und somit komme ich mit denen leider nicht ran. Was ich nicht wusste, ist, dass oben eine unbeschützte Pack steht, die allerdings auch nicht allzu unbeschützt gewesen wäre, denn er hätte ja seinen MG-Trupp von hier direkt schnell drehen können. Ja, und somit ist im Moment eine Pattsituation, wo ich natürlich hier Ressourcen ohne Ende habe, aber einfach nicht die Einheiten und die Fähigkeiten habe, um ihn vernünftig anzugreifen. Auch mit meinem Panzerspähwagen, der natürlich gut gegen die Panzer, gegen die MGs wäre, kann ich nicht vorrücken, denn der ja würde direkt zerlegt werden von den Packs, wie auch die normalen Panzer. So, er verschanzt sich hier oben so ein bisschen, was ja einfach der Sache geschuldet ist, dass er hier natürlich nicht vorwärts kommt, weil hier mein Panzer 4 steht. Und damit hat er natürlich ein Problem. Das sind alles neue Panzer 4s, die haben alle noch keinerlei Kampferfahrung und stehen da einfach nur doof rum. Ich kann aber nun mal nichts machen, weil, wie gesagt, ich komme nicht gegen seine Packs an. Schrägstrich gegen seine MGs. Und das war so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, verdammt, du musst jetzt endlich mal irgendwas gegen seine Packs überlegen. Und zwar irgendwas Mechanisiertes, was schnell ist und, naja, vielleicht den Packs entkommen kann, bevor sie zerlegt werden. Und, ja, ich ziehe hier meine Einheiten, die werden aufgefrischt, werden wieder an die Front geschickt. Und ich habe jetzt einfach das Problem, dass ich keine neuen Einheiten bauen kann, weil ich einfach zu viele habe. Nur leider, die ich habe, sind die falschen. Und somit werde ich gleich irgendwann dazu übergehen, einfach mal ein paar Einheiten zu opfern, indem ich sie einfach mal in den Tod schicke, ihm so ein bisschen ärgere und dabei ein paar Einheiten verliere, um hier unten einfach ein paar Einheitenpunkte freizukriegen,
um mir die korrekten Einheiten bauen zu können, um oben in seine Basis reinzulatschen. Denn wenn man sich das hier so anguckt, das wird ja langsam lächerlich, wie viele Ressourcen ich habe. Und er kriegt hier nichts mehr dazu. Könnte natürlich von seinen Anforderungspunkten und von seinem Bevölkerungslimit einiges bauen. Er hat aber nicht die Ressourcen. Bei mir ist es genau andersrum. Ich habe Bevölkerungslimit voll und keinerlei Anforderungspunkte, dafür aber Ressourcen ohne Ende. So, jetzt hat er sich hier oben vorgetraut. Traut sich allerdings nicht allzu weit, denn mein Panzer 4 tut sein Übriges. Ich weiß nicht, ob er noch vorfährt. Wir werden es gleich erleben. Nein, tut er nicht. Das war schlau. Da hat er sich zurückgehalten. Denn, wie gesagt, ich musste mir in dem Moment echt erstmal was einfallen lassen. Und ich erinnere mich noch genau an die Gespräche, die wir im TS hatten. Wo es einfach darum ging, wo er die ganze Zeit sagte, ey, komm, jetzt mach doch mal, mach doch mal, mach doch mal. Und ich gesagt habe, würde ich ja, kann ich aber nicht. Denn, wie gesagt, einmal vorziehen, zack, alle Panzer platt. Und wenn das passiert, dann hätte ich natürlich gedacht, dass er hinten noch ein bisschen mehr auf der Pfanne hat. Und er hätte zum Gegenangriff übergehen können und mich zerlegen. Obwohl das hier oben natürlich ziemlich lächerlich aussieht. Er mit seinen paar Engineers und seinen, naja, quasi keinen ernsthaften Infanterieeinheiten, mal abgesehen von diesen zwei MG-Trupps, hätte er keine Schnitte gegen meine ganzen Einheiten gehabt. So, der Panzer steht genau vor der Pack. Schafft es sogar, die auszuschalten, aus irgendwelchen Gründen. Das war mehr oder weniger einfach Glück. Er bemannt die aber sofort wieder und sofern kommt mein Panzer wieder. Und kämpft wieder gegen die Pack. Und fährt schön nah dran, das war so meine erste Idee, mal schön aus dem Bereich rausfahren und die Pack direkt übernehmen. Und dann werde ich ein bisschen übermütig und glaube, ich verfolge die direkt. Auch wenn ich ihm da natürlich einiges an Einheiten abnehmen konnte. Ja, verfolge ich den und das wird mein Tod sein, denn da kommt schon wieder die nächste Pack, die allerdings noch nicht aufgebaut ist. Und somit kann ich wieder schön um ihn drum fahren, bevor er die aufgebaut hat und die zweite Pack auch noch ausschalten. Jedoch ist hier unten ja noch mein alter Panzer 4, der natürlich wesentlich besser ausgerüstet ist, der jetzt meinen Panzer 4 mal eben ganz locker zerlegen kann. So, ein Schuss noch. Bums, zack. Nee, da habe ich getroffen sogar. So, jetzt schießt er aber. Und zerlegt mir meinen Panzer. Ich habe ihn zwar ganz gut runtergehauen, aber er hat natürlich hier oben seine Engineers stehen und repariert ihn direkt wieder. So, das habe ich natürlich im Nachsehen. Ich habe wieder ein paar Punkte freigemacht, aber im Großen und Ganzen habe ich immer noch nicht genug genug im Bevölkerungslimit, um wieder Panzer bauen zu können. Denn wie man sieht hier, ich habe hier nichts irgendwie in der Mache. Moment, da. Ich habe hier nichts in der Mache im schweren Panzerkorps. Und ja, damit stehe ich jetzt wieder mal vor der Situation, dass ich zwar den Panzer verloren habe, aber das Problem habe, dass ich jetzt hier oben ein Loch in der Verteidigung habe und somit kann er ein paar von seinen Einheiten durchziehen und mir unten wieder das Leben schwer machen. Ich fahre hier zwar noch mit meinem Fahrzeug hin, um das zu kompensieren, schaffe das aber nicht mehr, den hier abzufangen. Glaube ich jedenfalls. Nee, nee, keine Chance. Ja, und damit stehe ich natürlich jetzt wieder in der Situation, dass hier oben meine Einheiten in den Tod geschickt werden, damit ich Anforderungspunkte freikriege. Und auch den hier schicke ich mal nach oben und probiere einfach mal, ob ich mit dem ganz gut gegen eine Pack ankommen würde, wenn ich drumherum fahre. Aber wie ihr seht, war nicht so gut. Aber ich habe dadurch jetzt wenigstens Anforderungspunkte freigekriegt und er hat hier hinten einen Engineer wieder durchgekriegt, um hier unten wieder das Leben schwer zu machen. Das wird er auch noch tun. Währenddessen ist hier mein MG-Trupp festgenagelt und ja, wartet quasi auf den sicheren Tod. Denn da bewirkt er gar nichts mehr. Er kann zwar ein bisschen auf seine Einheiten ballern, aber ganz ehrlich, ein kleiner Trupp hier, der wird nichts mehr ausrichten. Entsprechend, ja, rückt jetzt mal nochmal vor, aber letzten Endes wird er geopfert werden. Wo man ihn guckt, gleich ist er platt. Da ist er platt. So, damit hat er natürlich hier oben erstmal wieder sich ein bisschen Luft verschafft. Und zieht hier seinen einen doofen Engineer voll aus der Gegend. Ich habe währenddessen aber hier mal zwei Raketenwerfer gebaut, um einfach ihm hier oben ein bisschen zu behaken. Und ziehe hier meinen Panzer einfach wieder an seiner Pack vorbei. Und versuche einfach schnell genug um die Pack drumherum zu fahren, damit die in der Zeit, wo sie aufgebaut wird, nicht feuern kann. Doch mein alter Panzer 4, mit dem habe ich nicht mehr so ganz gerechnet gehabt. Und vor allem auch mit seiner Totenpack, die mich hier schön behagt und meinen Panzer angreift. Ansonsten habe ich die Pack relativ weit runtergekriegt mit dem einen Panzer. Allerdings, wie gesagt, hier oben der eine Panzer 4 und auch die Pack war ein bisschen zu viel für einen Panzer. Und somit habe ich noch einen Panzer verloren, habe aber hier meine ersten Raketenwerfer fertig. Und die stelle ich schön weit weg eigentlich. Also, naja, was heißt eigentlich? Das tue ich.
relativ weit weg vom Schlachtfeld und kann damit immer schön ihn hier oben nerven und einfach Artilleriesperrfeuer in seine Basis reinjagen. Die ihn, naja, wie ihr gleich sehen werdet, ein bisschen nerven wird. Aber mich nervt währenddessen natürlich hier unten sein einer doofer Engineer wieder, der mir hier unten einfach meine Ressourcen abnimmt. Und naja, das nervt, wie gesagt, auf Dauer so ein bisschen. So, bei Marihuana in der Basis passiert währenddessen nicht ganz viel. Er versucht einfach hier so ein bisschen, naja, sich die Wunden zu lecken und seine Klamotten wieder so ein bisschen heil zu kriegen. Ich ziehe wieder dumm, völlig blödeten Panzer vor, fahre wieder an der Tank vorbei, versucht ihn zu erledigen. Was mir auch gelingt. Doch, er hat natürlich hier oben noch die zweite Tank stehen. Und irgendwo hat er doch auch noch den Panzer gehabt. Ne, den Panzer habe ich jetzt schon zerlegt. Sehr schön. Und somit habe ich hier ein bisschen Zeit und ja, kann ein bisschen seine Sachen zerstören. Er denkt nicht wirklich daran, hier oben seine Pack zu drehen, weil er wahrscheinlich hier unten beschäftigt war. Was auch ein bisschen nervig ist, aber wie ihr seht, ich ziehe da gleich eine Einheit hin, um die auszulöschen. Und habe hier oben, da ist der Panzer hier auch. Siehst du, mit dem hatte ich nicht mehr gerechnet. Und ich wusste doch, dass ich den noch nicht zerstört habe. Und somit habe ich zwar seine zwei Packs ausgeschaltet, die er gleich wieder bemannt hat. Und ja, mein dritter Panzer ist dabei draufgegangen. Ich habe jetzt keinen einzigen Panzer mehr, um vorzurücken. Aber mein erster Raketenwerfer ist bereit. Und der feuert auch in dieser Sekunde. Und wie ihr seht, haut ihm das immer ganz gut in seiner Basis. Naja, das verdirbt ihm so ein bisschen den Tag. Und ich kann hier oben schön einfach pauschal reinhalten. So, währenddessen ziehe ich hier noch ein paar Einheiten vor, um, wie ich denke, den Rest zu erledigen. Denn ich habe ja jetzt einen Panzer und die Pack zerlegt gehabt. Oder zwei Pack sogar zerlegt gehabt. Und insofern denke ich mir, na gut, dann greife ich mal an mit ein paar Einheiten und versuche die restlichen Packs zu erledigen, um dann vorzuziehen. Ohne zu merken, dass ich ja gar keine Panzer mehr habe, um vorzuziehen. Aber währenddessen kommt er jetzt natürlich von hinten angelatscht mit seinen neuen Einheiten und macht meine Infanterie komplett mal eben platt. Was nicht so geplant war. Und er schnappt sich ja auch noch meinen guten Panzerschreck, schätze ich mal. Nee, tut er nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Aber was hätte er tun sollen? Hat immer noch zwei einsatzbereite Packs und immer noch meinen Panzer 4. Und ich habe währenddessen einen zweiten Raketenwerfer. Und die stehen hier beide schön gleich in Position. Und halten die ganze Zeit immer schön hier in seine Basis rein, um ihn zu behaken. Ich ziehe hier noch wieder ein paar von meinen Einheiten vor. Und ihr seht schon, ich greife mich so ein bisschen an seiner Verteidigung auf. Was aber nicht weiter schlimm ist, denn wie ihr seht, ich habe da mal eben relativ ganz schnell die Pack ausschalten können. Und jetzt mit dem Raketenwerfer, beziehungsweise dem Panzerschreck, denke ich mir, werde ich auch den Panzer zerlegen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube... Na... Man darf gespannt sein. So, er haut hier wieder sein Artilleriesperrfeuer rein. Und ich schaffe es nicht, den Panzer zu zerlegen. Ganz im Gegenteil. Er haut sein Brandfeuer rein und behagt mir damit ganz gut. Währenddessen habe ich allerdings hier wieder einen Panzer in Produktion. Und wenn ich mich nicht irre, dann ist es ein Brummbär. Jawohl, ein Brummbär. Ist ein schwerer Panzer. Gut wegen Infanterie, Gebäude und dem gelegentlichen Panzer, wie es so schön heißt. Das war natürlich der erste, wir sehen hier, wie mein Artilleriesperrfeuer eintrifft und ihm quasi echt den Tag ein bisschen wirklich sehr vermiest. Und das kann ich halt doch relativ oft da reinschicken. Artilleriestellungen feuerbereit. Wie ihr schon hört, wieder feuerbereit. Also schießt auch gleich wieder der nächste. Dennoch kriege ich hier oben natürlich böse ins Gesicht und muss meine Einheiten zurückziehen, wie ihr seht. Und da vorne wird noch gekämpft. Von einem ganz normalen Grenadiertrupp gegen die Pack. Denn ich bin immer noch, habe ich nicht ganz geschnallt, dass ich ja gar keinen Panzer habe. Also die Packs im Moment eigentlich auch relativ egal sind. Jetzt habe ich wieder einen Sturmpanzer 4. Und das ist eben dieser Brummbär. Und ja, der fährt jetzt mal ins Kampfgebiet. Und soll gegen die Infanterie antreten. Ob das funktioniert, das sehen wir ja gleich. Ich muss mich hier zurückziehen, denn, tja, wie ihr seht, dieses MG und dieses MG haben mich komplett niedergehalten, dass ich nicht mehr gegen die Pack vorgehen konnte. Aber da kommt schon der nächste Ersatz mit auch einem MG. Und dann schauen wir mal, wie der sich so dagegen schlägt. Ja, und meine Raketenwerfer hier, die warten. Und die werden gleich wieder das 15 cm Raketensperrfeuer auf ihn loslassen. Allerdings habe ich das ein bisschen doof getimt. Ich werde nämlich jetzt hier erst wieder mit meinen Jungs angreifen. Die werden wieder komplett niedergehalten und müssen schon wieder flüchten. So schnell kann es gehen. Ich habe aber jetzt einen Brummbär und der fährt einfach mal drauf zu.
Er kann, wie ihr seht, hier nicht viel machen. Er hat noch eine Pack dazu gebaut. Aber so richtig vorwärts kommt er da in seiner Armeegröße auch nicht. Kein Wunder bei den Ressourcen. Ich für meinen Teil habe vielmehr das Problem mit Anforderungspunkten. Habe hier noch mal ein paar Rauchbomben geschmissen, weil ich mir ganz einfach gedacht habe, komm, den Brummbär einfach mal schön einnebeln. Bin dann allerdings dumpfwillig durch den Rauchvorhang gefahren. Konnte jetzt selbst nichts mehr sehen. Also kurzum, das war ziemlich doof, denn er konnte währenddessen die Pack drehen. Damit habe ich quasi nur ihm geholfen. Zieht noch die zweite Pack dahin, haut eine Raketenwerfer auf mich. Und somit hat mein Brummbär zwar gegen Infanterie normalerweise eine Menge auf der Pfanne, aber gegen zwei Packs und noch Raketenwerfer kommt er natürlich nicht an. Und somit muss er sich zurückziehen und ich kann wieder mein Raketenwerferfeuer aufzimmern. Und schieße leider etwas daneben, aber das ist halt immer ein Schuss ins Blaue. Und nehme ihm immerhin da hinten so ein bisschen vom Gebäude weg und die Pack wird auch beschädigt. Ja, mein Brummbär wird zurückgezogen. Ich vergesse total, ihn zu reparieren. Aber ich habe ihn hier oben einfach wirklich in der Zange. Er kommt dann nicht mehr raus, das weiß er auch. Und versucht hier unten natürlich mich zu nerven mit seinem einen blöden Engineer. Auch da erinnere ich mich noch gut an die TS-Gespräche. Tja, und damit haben wir wieder mal eine Pattsituation. Ich habe ihn zwar gut behakt, aber kommt da oben halt nicht wirklich rein. Hab nochmal ein Panzer 4 gebaut, den ich auch direkt ins Kampfgebiet, beziehungsweise ins Belagerungsgebiet ziehe. Und der kommt da aber auch erstmal nur an und ich bin zurzeit immer noch ein bisschen ratlos, was ich gegen die blöden Packs denn machen soll. Ich versuche die hier halt immer mit dem Raketensperrfeuer auszuschalten. Allerdings, naja, das klappt halt dann doch eher suboptimal. Also was heißt suboptimal, aber es klappt halt nicht so, wie ich gerne möchte. Aber währenddessen nimmt er mir hier unten einen Punkt nach dem anderen weg, der ihm wie gesagt nichts bringt, weil er ja hier den völligen Cut-Off hat. Sprich, hier kommen seine Ressourcen, die hier unten ein, niemals bei ihm an. Nur bei mir kommen sie halt auch nicht mehr an. Und das ist halt das, was mich ein bisschen nervt. Mein Panzer zieht sich vor, nach oben. Meine anderen Einheiten ziehen sich zurück, um repariert zu werden. Auch der Sturmpanzer wird zurückgezogen und doch repariert. Allerdings nicht allzu lange, denn jetzt irgendwann gleich reicht es mir mal hier mit der Einnehmerei. Und ich werde seinen Pioniertrupp da einfach mal aufhalten. Man sieht es schon hier, der wird automatisch aufgehalten, denn er rennt jetzt dumm in meinen MG rein. Und das muss man, tut mir leid, aber wirklich, also sorry Martin, aber das war wirklich nicht so schlau. Ja, rennt da einfach rein und wird gekillt. Damit bin ich den da unten los und ich kann meine Punkte gleich irgendwann demnächst mal zurückerobern. Er hat hier oben immer noch keine Chance, irgendwas neu zu bauen und kriegt immer mal wieder schön von meiner Artillerie rein. Das war ein Volltreffer gegen die Pack. Und deswegen, zwei Packs ausgeschaltet, ziehe ich einfach mal meinen Panzer 4 vor. Kann auch die dritte Pack ausschalten. Und damit sieht es für mich schon mal ganz gut aus. Denn ich kann mit meinem MG natürlich seine Infanterie relativ gut in Schuss halten. Bis er natürlich hier wieder die Pack erledigt und seine Panzer schreckt, die von mir kommen. Und die Pack da hinten meinen Panzer wieder ratzfatz zerlegt. Also immer noch das Problem. Was mache ich gegen diese blöden Packs? Ich habe da immer noch keinen wirklichen Weg gefunden. Schaffe es aber, mir so langsam einen Plan auszudenken. Und naja, wie dieser Plan ausgeht und aufgeht und ob der überhaupt aufgeht, das sehen wir nach dem Tode dieses armen Soldaten, wenn er denn stirbt. Aber ich glaube schon, weil darin drei komplette Trupps hinterher, der wird wohl noch das Nachsehen haben. Tja, und wie auch immer, was auch da immer passieren mag, wir werden das in der nächsten Folge wohl dann mal sehen, wie es weitergeht. Ich gehe hier nochmal kurz auf seine Basis, auf das alte Schlachtfeld und drücke auf Pause. Und naja, wie es ausgeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Schafft er den Gegenangriff oder marschiere ich endlich rein und finde irgendwas gegen die Packs? Man darf gespannt sein. Bis morgen. Ciao, ciao.